Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Video für euch, nämlich meinen Want to Read für den Monat Mai. Aber bevor wir loslegen, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja Leute, ein Monat ist schon wieder rum und es stellt sich natürlich schon wieder die Frage, was möchte ich gerne lesen? Ja, und da ich zurzeit so viele gute Bücher habe, ist das immer nicht ganz einfach. Aber ich habe mir wieder nach meinem altbewährten Prinzip Bücher ausgesucht, die ich mir vornehme. Es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt, das heißt, ich kann jederzeit davon abweichen, weil ich möchte mich hier keinen Zwängen unterwerfen. Aber so ein bisschen Struktur ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Ich habe ja das Projekt Frühlingsbücher und da der Frühling ja nur aus 3 Monaten besteht im Großen und Ganzen, gilt es natürlich darum, möglichst viel abzuarbeiten. Ich hatte mir ja rausgesucht ein Buch von Constanze Wilken, das Rosencottage. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen und ist ihr derzeit letztes Buch, aber es kommt, glaube ich, dieses Jahr noch ein neues wieder raus. Ja, hier geht es eben um ein Cottage auf einer malerischen schottischen Insel. Es geht um ein lang gehütetes Geheimnis und eben über um eine überraschende Liebe. Es geht um die junge Edinburgh-Künstlerin Kirsty Patterson. Die erbt von ihrer geliebten Großmutter Fiona deren Rosencottage. Darüber freut sie sich natürlich sehr. Dieses Haus liegt auf der Insel Tyree. Und sie verbindet halt ganz tolle, schöne Erinnerungen mit diesem Cottage, weil sie in ihrer Kindheit oft dort war. Aber mit dem Testament gibt es auch eine Klausel, denn Kirsty soll das Schicksal von Fionas Freundin Livy aufklären, die eben vor vielen Jahren einfach verschwand. Und mit dem sympathischen Schriftsteller Finlay, der Nachbar von Kirsty wird, begibt sie sich halt auf die Spurensuche und sie bringt verhängnisvolle Geheimnisse ans Licht. Große Gefühle vor schottischer Inselromantik, der neue Roman, ein richtiger Schmöker von Constanze Wilken. Ja, ich liebe ihre Bücher, manche sind auch ein bisschen düster. Mal gucken, was uns das Ganze bringt. Wie gesagt, dieses Buch ist von meiner Frühlingsliste. Genau wie das nächste Buch, das hatte ich mir eigentlich schon für April draufgelegt, aber ich habe es halt nicht mehr geschafft. Ich habe Buddy Reads gehabt und andere Sachen und naja. Es ist dann gleichzeitig auch wieder von meiner Wälzer-Challenge ein Buch. Dieses Buch ist der 2. Band aus der Reihe von Corinna Boman, nämlich Die Schwestern vom Waldfriede, Leuchtfeuer. Das erste konnte mich total begeistern. Das Buch habe ich innerhalb von Tagen verschlungen. Da ging es um eine Röntgenkrankenschwester und eben wie die Klinik Waldfriede aufgebaut wurde. Sie hatten sehr große Probleme am Anfang. Es ging halt eben auch um finanzielle Mittel. Jetzt in diesem Band geht es um eine Kinderschwester, die kämpft eben für ihre kleinen Patienten und ihr persönliches Glück auch. Wir sind jetzt in Berlin der 1933er Jahre. Das Waldfriede hat sich endlich einen Namen gemacht, aber schon ziehen dunkle Wolken am Horizont auf, denn mit der Machtergreifung der Nazis ist plötzlich alles nicht mehr so, wie es sein soll. Das Krankenhaus und sein Personal stehen unter Beobachtung. Aber die junge Kinderkrankenschwester Lilly, die sorgt sich eben mehr um ihre jungen, schutzbedürftigen Patienten und eben die Menschen, die sie liebt, als um sich selbst. Sie hat Gefühle für den Arzt Rudolf Kirsch. Das geht über die über das berufliche Verhältnis hinaus. Und sie ahnt, dass halt er auch ein Geheimnis verbirgt, aber Lilly hat eben auch ihres. Und sie kommt irgendwann zu dem Punkt, wo sie sich fragen muss, ja, soll ich alles riskieren, was mir lieb und teuer ist und am Herzen liegt? Also klingt wieder nach einer grandiosen Geschichte. Corinna Boman versteht es.
sie heißt ja nicht Corinna, sondern Corina. Corina, wo man versteht, ist wirklich, ja, Gefühle zu wecken. Sie hat einen tollen Schreibstil und ich freue mich riesig auf dieses Buch. So, dann habe ich natürlich meine 12 Books in 12 Months Liste. Und da habe ich mir jetzt diesmal ein Buch rausgesucht, wo es viel um die Natur geht. Das Buch von Solomonika de Winter, Das Gesetz der Natur. Das Buch ist aus dem Diogenes Verlag und ist 2022 rausgekommen. Da hatte Diogenes 70-jähriges Bestehen und hat grandiose, tolle Bücher neu rausgebracht. Hier geht es eben um eine, ja, es geht darum, dass nach einer Katastrophe nur noch 4 organisierte überlebende Stämme halt da sind. Das Ganze spielt in Neuamerika, so nennt sich das neue Land, und die kämpfen gegeneinander und halten sich allerdings auch alle an das Gesetz der Natur. Versteckt in den Wäldern lebt Gaia Marinus. Sie soll sich auch diesen Regeln beugen, aber es widerstrebt ihr. Sie versteckt sich halt dann in den Wäldern und lebt eben das Leben einer Aussätzigen. Hat aber eins den anderen voraus. In dieser Welt gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen mehr. Und sie ist so ziemlich die Einzige, die noch lesen kann. Und sie gerät in Gefangenschaft und diese Fähigkeit rettet ihr nachher wohl dann auch ihr Leben. Aber sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die letzten Bücher der Erde zu finden. Und das ist für viele, ja, so ein Stein, den sie gerne besitzen wollen. Also die rivalisierenden Stämme versuchen halt, Gaia in ihren Besitz sozusagen zu bekommen. Und ja, klingt nach einer super spannenden Geschichte. Es geht noch um Bücher, es geht um die Menschheit, die nach einer Katastrophe überlebt haben. Und es geht um Gaia, die wahrscheinlich auf der Flucht ist, weil man sie haben möchte sozusagen, und bin gespannt, was die Geschichte alles hergibt. Könnte grandios werden, je nachdem, wie es geschrieben ist. Ich habe von Solomonika de Winter ein dünnes Büchlein vor ein paar Monaten gelesen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also ich muss sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Der Schreibstil war nicht schlecht. Mal schauen, wie es in dieser Geschichte so ist. Ja, also haben wir von meiner Frühlingsliste was, von meiner 12-Books-Liste was. Wir hätten auch einen Wälzer mit dabei, nicht ganz so dick wie die anderen beiden, die ich gelesen habe. Und natürlich möchte ich auch etwas von meinen neuen Büchern lesen, von Trude Taille und Großvater atmete mit den Wellen, eine Geschichte, die uns nach Norwegen und ich schätze mal nach Deutschland bringen wird. Denn es geht um eine Geschichte, die 1943 spielt, aber auch später. Der Großvater Konrad, der war immer ein Fels in der Brandung für die junge Juni. Und er hat aber nie von dem Ort gesprochen, der ihn am meisten in seinem Leben geprägt hat. Erst jetzt erfährt Juni, wo ihr Großvater gelernt hat, mit den Wellen zu atmen. Denn er war mit seinem Bruder Sverre auf einem Handelsschiff, das im Indischen Ozean 1943 angegriffen wurde, und danach ist Konrad halt ja in ein Krankenhaus gekommen und verliebt sich dort in die Krankenschwester Sigrid. Ihr Glück ist bedroht, die beiden werden getrennt und geraten ja jeweils in Gefangenschaft. Und stellt sich halt die Frage, ja, welche Zukunft wartet auf die beiden? Das Buch ist sehr ergreifend. Hinten drauf steht auch, Trude Taille zeigt erneut, wie gut sie erzählen kann. Ein beeindruckendes, mitreißendes Buch. Und es geht darum auch um Menschlichkeit und was es bedeutet, dass uns halt eine Vergangenheit prägt.
Und auch noch nächste Generationen. Und das ist ja nun mal so, dass der Zweite Weltkrieg viel angerichtet hat und ja, die Menschen halt auch weiterhin geprägt hat. Soll ein unglaublich tolles Buch sein. Mal gucken. Ich werde es hoffentlich entdecken. Ja. Und dann war ich ja noch auf dem Büchertrödelmarkt. Da habe ich einen Holland-Krimi gefunden von Jan Jacobs. Der heißt Mord auf Vlieland. Da wird auf dem Strand bei einem Schiffswrack mit morschen Planken eine Leiche gefunden, die dort verfangen war. Es handelt sich um den Hotelier Vincent Bakker. Der wurde ermordet. Und auf so einer kleinen Insel wie Vlieland, da gelten halt ja holländische Gesetze, sag ich mal, ganz alt oder ganz eigene Regeln. Jeder hat hier ein Geheimnis, jeder kennt jeden. Und es geht um den ersten Fall für die Kommissaris Griet Gerritsen. Und die stößt eben bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens und die gilt es zu durchbrechen. Und sie kommt einer erschütternden Wahrheit auf die Spur. Hinten drauf steht, wer Holland liebt, kommt an dieser Krimireihe nicht vorbei. Denn Jan Jacob zeigt das Land von seiner spannendsten Seite. Ja, bin hocherfreut. Ein Holland-Krimi, yay. Es gibt sehr wenige Krimis, die auf Deutsch übersetzt worden sind und ja, in den Niederlanden spielen. Und ja, ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass mir das Buch gefällt. Ich glaube, es gibt noch aus dieser Reihe noch ein Buch. Mehr ist da wohl offensichtlich nicht gekommen. Das ist halt oft schade, wenn Bücher dann vielleicht nicht so reißenden Absatz finden, dass dann irgendwann Serien eingestampft werden. Aber mal schauen. Ich bin erstmal auf dieses Buch gespannt. Es ist neu. Ich habe es mir auf dem Büchermarkt oder Trödelmarkt geholt und freue mich sehr drauf. Ja, genauso wie ein Buch, das auch schon ein bisschen länger auf meinem Sub liegt, auch eine Krimi-Geschichte, die spielt in Amsterdam. Ihr seht, wir sind Holland-lastig oder Niederlands-lastig. 2023, ja gut, letztes Jahr ist es rausgekommen, von Emi Achterop. Das Haus, die Hausgutdetektei und der erste Teil, tödlicher Genuss. Hier geht es um 5 Hobbydetektive, 2 Spitzenköche und ein toter Sommelier. Es geht um Ari, Maddy, Jack, Jan und Elin. Die suchen so oder sind halt auf der Suche nach ihrem Platz im Leben und sie kaufen sich nämlich mal an ein altes Hausboot und gründen eine Detektei. Auf dem Deck bauen sie Tomatenpflanzen an, genießen die Amsterdamer Grachtenidylle im Liegestuhl, trinken an trüben Tagen Irish Coffee mit ordentlich Whisky und schauen zusammen alte Miss Marple-Filme. Ach, das ist genau mein Ding. Ja, und schon bald kommt ihr erster Fall. Der lässt nämlich nicht lange auf sich warten. Es geht um die Ermordung oder besser gesagt um den Wettstreit zweier Sterneköche. Und dieser Wettstreit endet tödlich für einen. Und die 5 Detektive ermitteln undercover. Ja, bin sehr gespannt. Wenn man das aufschlägt, das Buch ist auch irgendwie toll gemacht. Vorne steht schon drin, die Hausbootdetektei, Hausregeln. Ja, 4 Regeln, dann werden die einzelnen Personen hier vorgestellt. Es gibt auch noch einen Hund und ein Eichhörnchen und ich glaube, das wird so eine ganz tolle, zwanglose Geschichte. Mal schauen. Also, ich habe Unterschiedliches von dem Buch gehört. Einige finden es schön. Es gibt auch welche, die sagen, naja, ist nichts Neues, aber wo ist schon viel Neues? Also, alles ist schon mal irgendwo da gewesen. Dieses Buch habe ich mir, wie gesagt, letztes Jahr gekauft, liegt noch auf meinem Sub und möchte diese schöne Geschichte befreien. Ja, ihr seht, mein One-to-Read, geprägt mit tollen Büchern. Ich weiß nicht, es ist eigentlich schon wieder zu viel, aber wir schauen mal, wie es so läuft und worauf ich Lust habe und dementsprechend lese ich auch. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr wieder eure One-to-Read-Listen fertig? Oder lest ihr ohne? Und wenn ja, was steht auf eurer Liste? Habt ihr vielleicht auch eins dieser Bücher schon gelesen oder vielleicht noch auf euren Sub?
Es wäre schön, wenn ihr euch mal dazu melden würdet und mir in die Kommentare schreibt, wie das so bei euch aussieht. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder, ja, bei mir vorbeischaut und meine Videos schaut. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.